Wow! Seht ihr das an? Hey, neue Kleine. Also, hebst du mal meinen Stift auf für mich? Ah, mein Rücken killt mich. Oh ja, kein Problem. Ups. Sieht aus, als müsstest du dafür auf deine hübschen Knie. Heb ihn auf. Das tue ich nicht. Wow. Weißt du, wer ich bin? Sie sind Mike Silver, Vizepräsident von Bay Capital. Ganz recht. Ich bin Mike Silver. Und morgen bekomme ich eine Beförderung. Also nenn mich doch gleich Mr. President. Na zu. Und das bedeutet, du musst schleunigst runter auf diese sexy Knie, die du hast. Und mir meinen Stift holen, Kleiner. Nur zu, nicht so schüchtern. Hol meinen Stift. Gern geschehen, Mr. President. Hey, Puppe! Komm her. Hör zu, morgen packst du dein Zeug zusammen, dann machst du, dass du verschwindest, denn du bist gefeuert! Das bin ich nicht, Mr. President. Wir haben doch gerade erst angefangen. Was zum... Was zur Hölle glaubst du, was du da tust? Gott, ich liebe diese Austern hier. Das ist fantastisch. Mr. Bay, danke vielmals für die Einladung. Ach, komm schon, Mike. Ich weiß es zu schätzen. Du wirst Präsident von Bay Capital. In einem Wäldchen. Ja. Freut mich, dass du dir Zeit nimmst für einen alten Mann wie mich. Das ist meine Freude. Ist meine Ehre, genau genommen. Dass ich... Wie oft habe ich schon gesagt, komm nicht zu spät. Oh, sorry, Dad, wirklich. Kinder, wie kann man sie nicht verwöhnen? Kinder? Linda, das hier ist der zukünftige Präsident von Bay Capital. Mike Silver. Ja? Er hat sich schon vorgestellt heute Morgen. Ich habe ihm seinen Stift aufgehoben. Ja, ganz recht, heute Morgen unter dem Tisch. Oh, wie konnte ich das vergessen, so armselig von mir und so ein bemerkenswertes Gesicht. Es tut mir so leid. Linda ist als Praktikantin bei uns und ich will, dass sie von den Besten lernt. Nur so lernt sie das Geschäft von innen kennen. Mhm. Was ist das? Du hast Geburtstag. Du bist so beschäftigt, dass du deinen Geburtstag vergisst? Wirklich? Haben Sie's vergessen, Mr. Silver? Happy Birthday. Ganz recht, es ist mein Geburtstag. Mr. Bay, ich hatte so viel zu tun auf der Arbeit. Sie wissen ja, es ist mir völlig entfallen. Ist so? Er arbeitet immer so hart. Hat seinen Geburtstag vergessen. Ich muss euch beide kurz allein lassen. Entschuldigt mich bitte. Entschuldigung. Klar, lassen Sie sich Zeit, Sir. Also, das ist mein Geburtstag. Es ist viel los. Ich bin verwirrt. Wieso haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie und Mr. Bay... Mr. President. Wer sagt denn, mir gefällt das nicht? Also, wissen Sie, mein Verhalten heute war so In... Akzeptabel. Ja? Ja, das ist richtig. Es ist okay, ich spiele gerne mit Ihnen. Sie sind so ein großer, erfolgreicher Mann. Der was? Der stets hier ist, um zu helfen. Ups. Eins, eins. Okay.
Ich spiele gern mit Ihnen, Mr. President. Oh, Kleine. Oh, mir gefällt's. Raus, Daddy kommt. Was suchst du da unter dem Tisch? Nichts. Ich helfe nur Linda. Stift am Morgen, Gabel am Abend. Nicht so wichtig. Wir sind durch mit den Formalitäten. Das Dokument, das dich zum Präsidenten von Bay Capital ernennt, liegt auf meinem Schreibtisch. Das Einzige, was mir fehlt... ist deine Unterschrift. Es ist mir eine Ehre, Mr. Bay. Verzeihung, ich habe es eilig. Die Austern waren wohl doch nicht so gut. Fühlst du dich krank, Daddy? Ja, Süße. Ich wollte nur, dass ihr euch trefft, damit Mike dir mehr über das Geschäft erzählen kann. Daddy, geh dich ausruhen. Ich frage dann Mr. Silver nach dem Unternehmen von innen. Ich habe bereits eine Frage gestellt. Sozusagen. Ja, wir sprechen uns bald. Okay. Also, Geburtstagskind. Daddy sagt, das Einzige, was auf dem Vertrag fehlt, ist ihre Unterschrift. Ja. Wieso stellen wir das nicht direkt hier zusammen? Tun wir es. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Oh, Kleiner. Ich zeig dir schon, wer der Boss ist. Eine Sekunde, eine. Ja, was gibt's? Hi, Schatz. Kommst du bald nach Hause? Ich bin im Büro. Etwas Dringendes kam dazwischen. Nein, ich kann nicht reden. Also, ich habe doch einen Kuchen. Willst du dich beeilen? Ich hab zu tun. Gut, okay. Ich liebe dich. Also, habe ich's geschafft? Ich habe eine Austernvergiftung gespielt, als wäre ich Robert De Niro. Mike sagt, er muss arbeiten. Irgendwas Dringendes. Seltsam. Er denkt schon den ganzen Tag an Arbeit. Ein Workaholic eben. Also, dann ist die Party wohl vorbei. Tut mir leid, das ist meine Schuld. Komm schon, Margaret. Es ist okay. Außerdem habe ich eine Idee. Nur eine. Oh, komm schon, Baby. Ich sagte doch, wir würden spielen. Oh, ich halt's nicht mehr aus. Na los, Baby. Nur noch Ihre Unterschrift hier, Mr. President. Ja, aber ich hab keinen Stift. Ich brauche ihn. Wo ist er? Ich... Oh, großartig. Was ist denn da, Kleine? Warten Sie ein kleines bisschen. Okay, also, spielen wir. Happy Birthday, Mr. President. Oh, Kleine, ich will dich so sehr. Happy Birthday to you. Was ist denn da, Kleine? Was geht dir vor? Mike? Maggie? Gott, was ist passiert? Maggie? Ist alles okay? Was ist passiert? Mr. Bay! Was tun denn alle hier? Was tun sie hier? Was ist das? Ich, Mike Silver, verzichte auf meine Position als Präsident von Bay Capital. Mike, ist das ein Scherz? Ich kann alles erklären, Mr. Bay. Das ist nicht wahr, nein! Da mein Verhalten der mir zugedachten Position nicht angemessen ist. Um ehrlich zu sein, ist mein Verhalten in keinem menschlichen Kontext angemessen. Was macht das hier? Gott, Mike! Maggie! Ich habe unsere Mitarbeiterinnen belästigt. Was? Mehrfach. Das ist gelogen, nein! Ist das wahr, Mike? Nein, ich habe niemals irgendwen belästigt in meinem Leben. Niemals! Ist das wahr? Ja, ich meine, nein, ich... Maggie, ich habe nirgendwen belästigt. Es ist wahr. Er hat mich belästigt.
Nein, habe ich nicht. Und mich. Nein? Und mich, Daddy. Er belästigte mich heute Morgen. Aber die anderen Frauen waren zu verängstigt, etwas zu sagen, also erteilte ich diesem Idioten eine Lektion. Ich wollte, dass ihn alle so sehen am nächsten Morgen, aber es stellte sich noch besser als erwartet heraus. Ich habe alles verstanden. Vorhin haben wir noch darüber geredet, wie schnell sie aufgestiegen sind. Ich frage mich, wie viel schneller sie wohl wieder runterkommen. Mr. Bay, nichts davon ist wahr. Maggie, wenn du mich losmachst, erkläre ich dir alles. Hab einen guten Flug, Liebster. Hey, warum stehen wir denn alle hier so rum? Probieren wir lieber Margarets Kuchen.